Fußball. Jetzt wieder 18 Uhr, ORF 2. Haben Sie sicher mitbekommen, Spielbeginn wieder normalerweise 15.30 Uhr am Nachmittag und dann beginnen für uns die Hetzereien, ähnliche, wie sie der Herbert Stachel Ihnen heute gezeigt hat, dass wir rechtzeitig fertig werden. Wir kommen nun zur zweiten Division, die hat heute auch gespielt. Wir wollen ganz kurz die Tore zeigen, die wichtigsten aus wichtigen Spielen. Wir beginnen bei Gerersdorf Sportclub gegen St. Pölten. Da hat man sich nach zuletzt guten Auswärtsleistungen bei Gerersdorf doch Hoffnungen gemacht, gerade gegen den Absteiger aus der ersten Division St. Pölten den ersten Heimsieg zu feiern. Die Chancen auf den ersten Heimsieg der Wiener sind vorhanden. 22. Minute, Robert Nick lässt sich im Strafraum fallen. Schiedsrichter Messner entscheidet auf Elfmeter. Herbert Maul reklamiert und sieht dafür die gelbe Karte. Doch Andreas Rümkow schießt zu schwach und zu unplatziert. Michael Pahl im Tor der St. Pöltener kann parieren. 0:0 nach enttäuschenden 45 Minuten. In der 68. Minute die Führung für Sportclub Gerersdorf. Thomas Griesler trifft den Ball nicht richtig und Robert Nick stochert den Ball zum 1:0 für die Wiener über die Linie. 10 Minuten vor Schluss, Elfmeter für St. Pölten. Konjarek und Baranauskas stoßen in der Luft zusammen. Auch dieser Strafstoß eher umstritten. Ex-Teamspieler Leopold Rotter verwandelt, doch Schiedsrichter Messner lässt wiederholen. Rotter soll den Anlauf verzögert haben. St. Pölten-Trainer Willi Keipel hält es nicht mehr auf der Bank. Er beruhigt sich aber wieder, denn Rotter behält die Nerven und fixiert den 1:1 Endstand. St. Pölten immer noch ungeschlagen. Sportclub Gerersdorf wartet weiter auf den ersten Heimsieg. Ja, und unser richtiger Tipp hier heißt X. Das nächste Spiel, das wir Ihnen zeigen, GRK gegen...